Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Es ist Ende des Monats und das heißt, es ist wieder Zeit für ein Aufgebraucht-Video. Beauty und Kerzen. Und wir... Beauty, Haushalt und Kerzen. Excusez-moi. Wir starten mit etwas Haushaltmäßigem. Und zwar den Alouette... Toilettenpapierrollen, der Verpackung von dem Toilettenpapier. Immer an deiner Seite. Das war mit so Bärchenmotiven. Das ist von Rossmann. Und das waren dreilagig, 8 Rollen, 180 Blatt. Bewusst nachhaltig. Verpackung in die gelbe Tonne. Papprollen in Altpapier. Das war sehr gut. Und ich liebe ja Motivklopapier, wie ihr wisst. Und ja, das kaufe ich bei DM und bei Rossmann. Und ich liebe es einfach. Die kleinen Freunde des Alltags. BB Young Care Abschminktücher. Da sind 25 Tücher drin gewesen. Die mag ich sehr gerne. Das sind meine Lieblingsabschminktücher. Abschminktücher. Damit nehme ich mir mal grob mein Make-up runter. Und danach wasche ich nochmal das Gesicht mit klarem Wasser. Beziehungsweise mit einem Reinigungsschaum. Und ich mag halt am liebsten die für trockene und empfindliche Haut. Die haben sich jetzt ein bisschen geändert. Die wurden ein bisschen umformuliert. Jetzt gefallen sie mir nicht mehr so gut, aber sind trotzdem noch meine Lieblingsreinigungstücher. Dann ein Shampoo ist leer gegangen. Schau mal, Fresh It Up. Das war in der Campus-Tüte. Und genau, wir denken dran, das zu recyceln, dazu den Deckel vom Flaschenkörper trennen und beides im Plastikmüll entsorgen. Genau, das ist ein Pflegeshampoo mit Passionsfrucht, fettiger Ansatz, trockene Spitzen. Das hat sehr gut gereinigt. Mein Telefon klingelt, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Genau, das hat sehr gut gereinigt und gut geduftet, schön fruchtig und ja. Super geschäumt, mag ich gerne leiden. Dann mache ich mal den Deckel ab und entsorge das in meiner kleinen Plastikmülltüte, die ich mir gerade angelegt habe. Dann habe ich aufgebraucht beim Duschen im Schwimmbad das Brazilian Love, die Duschcreme von Trackamon. Da ist jetzt noch so ein Spuckschluck drin, den wasche ich auch nochmal aus, denke ich. 60 Milliliter waren da drin und das hat so für 4 Duschen gereicht. Also ist recht ergiebig, aber ich mag den Duft gar nicht so gerne. Also verstehe den Hype nicht. Es ist so parfümiert, blumig. Nee, mag ich nicht so gerne. Wird nicht nachgekauft. Dann habe ich mal die restlichen Klingen rausgenommen und zeige euch einmal die Kartonverpackung. Falsch rum. Von meinen Venus Gillette Klingen, die nehme ich am liebsten. Das sind die klassischen mit 3 Klingen. Smooth mit so einem Gummistreifen, so einem Silikonstreifen drumherum. Und ich brauche nicht so viel Rasierklingen, denn ich rasiere mich nicht so viel. Von daher brauche ich vielleicht alle 3 Monate mal eine neue Klinge oder so, weil ich wirklich ja nicht meinen ganzen Körper rasiere, sagen wir es mal so. Too much information. Genau, aber die finde ich sehr gut und die kaufe ich auch nach, wenn die leer sind. Und ja, ein Favoritenprodukt. Das ist eine Kerzenverpackung. Nochmal Klopapier und zwar von DM Sanft und Sicher. Diese Regenbogen-Variante Make Me Happy. Auch das waren 8 Rollen, auch 180 Blatt mit 3 Lagen. Genau, und das war jetzt so die Frühlingsedition. Jetzt gibt es eine Sommeredition mit Heißluftballons. Die habe ich auch schon. Ich lieb's. Super genial. Mag ich gerne. Herr Muffin hat Deos aufgebraucht. Endlich mal seine... Er hat so 1000 Deos, die so halb leer waren, jetzt einfach mal aufgebraucht. Zweimal seinen Lieblingsgeruch von Axe Wild Mojito and Cedarwood und einmal Fresh Almond Style. Riecht gut, wird nachgekauft. Ist sein Lieblingsduft, wird sowieso nachgekauft. Die schützen ihn gut, die riechen gut. Perfektes Deo für meinen Mann.
Ja. Da kam eben Wasser raus. Na super. Bruno Banani with Spicy Cinnamon Refreshing Man's Best. 3 in 1, Hair, Body and Face. Hair und nicht unbedingt, er benutzt Shampoo, aber das habe ich mal beim Lidl, glaube ich, gekauft. Ach, hier ist die Kappe dazu. Sehr schön. Die entsorge ich dann mal getrennt. Und das ist The Original Man's Fragrance. Ja, also die Original-Duftversion. Hier ist auch kein deutscher Text mehr drauf. Keine Ahnung, das war mal bei Lidl im Angebot, habe ich mitgenommen. Wie roch das? Sehr parfümiert, herb. Ist in Ordnung, aber zu teuer. Muss man nicht haben. Dann zum Swatches entfernen habe ich diese Age Perfect Tücher aufgebraucht. Die waren im Gesicht nicht so der Hit für mein Gesicht. Und deswegen habe ich sie zum Swatches entfernen genommen. Oder für die Finger, wenn ich mit dem Finger Lidschatten aufgetragen habe. Dann habe ich damit auch meine Finger sauber gemacht. Dafür war es in Ordnung, aber die würde ich nicht nachkaufen. Da gibt es günstigere Alternativen von Rossmann und DM, um Swatches und sowas zu entfernen. Dann habe ich aufgebraucht bei TT Sept, absolutes Verpackungsopfer, Hello Vielfalt. Das war orange, das Duschgel. Und ja, hier steht drauf Freiheit, Liebe und Toleranz. Hallo Vielfalt, erlebe die fruchtig-frische Duschparty für Freiheit, Liebe und Toleranz. Der Duft nach weißem Pfirsich, Jasmin und Orangenöl belebt deine Sinne für dich, für euch, für alle. Voll schön. Das hat auch ein schönes Hautgefühl hinterlassen. Gereinigt, aber schön. Ja, nach Pfirsich, Orange und Blume riecht das. Würde ich mir nachkaufen, hätte ich nicht 2496 Duschgele mindestens im Backup. Aber diese Verpackung finde ich schon super schön. Hätte ich nicht so viel Duschgel, würde ich mir die auch hinstellen, nur um sie anzugucken, weil ich das eine schöne Message finde und weil das eine schöne Verpackung ist. Aber nein, ich bin jetzt vernünftig, mach den Deckel ab. Er will nicht ab. Er geht nicht ab. Nein, er geht nicht ab. Es muss so recycelt werden. Alles klar? Weiter geht's mit einem Deos Secret Berries Deo Spray mit dem fruchtigen Duft nach Beeren und zart duftenden Blüten. Das habe ich ein, zweimal tatsächlich unterm Arm benutzt zum Auffrischen, aber sonst als Raumspray im Bad. Dafür war es in Ordnung. Würde ich auch nachkaufen, wenn es das noch gibt. War aber eine limitierte Edition. Muss ich mal bei Rossmann gucken, ob es das noch gibt. Dann darf das vielleicht nochmal mit. Herr Muffin ist ein Recycling-Profi. Überall fehlen die Verschlüsse. Das Schauma Sports Power frische Shampoo mit Eukalyptus. Das war auch in der Campus-Tüte drin. Und das ist für Haar und Körper. Das benutzt er hauptsächlich für die Haare. Hat sehr schön frisch geduftet. Fand er gut. Wird eventuell nachgekauft, aber ich habe jetzt noch ein bisschen Shampoo für ihn im Backup, deswegen erstmal nicht. Dann hat er aufgebraucht Nordic Breeze von Balea Man Duschgel mit 300 Millilitern. Das riecht so aquatisch frisch. War auch eine limitierte Edition. Er mag so gerne diese Polarlichter. Deswegen habe ich das damals für unter einem Euro gekauft. Und das stand jetzt in der Dusche. Ist aber jetzt aufgebraucht. Darf auch in den gelben Sack. So. Dann hat Hermaphin aufgebraucht. Listerine Cool Mint. Nummer 1 meistverkaufte Mundspülung Deutschlands. Listerine finde ich zu teuer und zu scharf. Deswegen kaufen wir das nicht. Das hat er geschenkt bekommen. Und er hat es jetzt aufgebraucht, aber das wird nicht nachgekauft. Weil, ja, aus genannten Gründen, Verschluss wird abgeschraubt und dann wird das getrennt entsorgt. Ich habe aufgebraucht Nivea Sun UV Gesicht Sensitiv Sonnenschutz beruhigt empfindliche Haut. Lichtschutzfaktor 50. Die war noch vom letzten Jahr. Jetzt habe ich sie aufgebraucht. Ich habe sie mir nicht nachgekauft, obwohl ich sie gut finde, weil die ist mir einfach zu teuer. Die kostet jetzt 9 Euro für 50 Milliliter. Und die Sonnencreme von DM kostet 3,75, glaube ich, fürs Gesicht. Und das Sonnenfluid von Rossmann war im Angebot. Das hat auch um die 4 Euro gekostet. Also nein, nein, Nivea. Das ist einfach
Mucho Dinero. Nee, 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 nee. Das ist mir zu teuer. Geht gar nicht. Dann habe ich aufgebraucht Evelyn Pinselreiniger. Ich reinige damit meine Lidschattenpinsel. Das funktioniert sehr gut für mich. Ich weiß, man soll die eigentlich unter laufendem Wasser mit Seife oder mit Pinselseife oder Shampoo oder so waschen. Aber ich mache das gerne zwischendurch mal sauber mit diesem Pinselreiniger und bin damit sehr zufrieden. Nochmal Abschminktücher aufgebraucht vom BB. Dann habe ich die ganzen Invisibobbles mal aus ihren Verpackungen befreit. Viermal. Ich hatte aus dem Sale die Meow and Chow Invisibobbles in der Originalgröße. Für 2,99 waren die mal im Angebot. Ich glaube bei Müller. Da habe ich diese süße Katze. Süß, wie sie das Zeichen hält. Super cute. Das habe ich einmal quasi also in die neue Haargummischale getan. Dann einmal die Variante, steht hier nicht drauf. Bella Rosa Galaxy. Das war, glaube ich, rosa Glitzer. Ja, ist jetzt nicht so spannend. Sorry. Dann einmal so hier mit Blümchen. Das war die Variante mit Blümchen. Und nochmal so eine Herbstedition. Steht auch nicht drauf, wie die heißt. Doch, Cozy Kashmir. Das war so eine Herbst-Edition mit so Geweihen drauf. Ja, die habe ich mal umgefüllt und wollte euch die einmal zeigen. Das sind nämlich meine absoluten Lieblingshaargummis. Genau. Dann habe ich Augenpads gemacht, Paradise Punch, und habe die benutzten Pads hier wieder eingelegt, weil das so ein cooles Neon-Orange hatte. Die habe ich sehr genossen, war sehr schöne Augenpads. Hat Spaß gemacht, die zu benutzen. Dann hat der Muffin aufgebraucht Sensodyne Cool and Fresh. Das war mal im Angebot, relativ günstig, würde ich aber auch nicht nochmal nachkaufen, weil die günstigen Mundwasser, das war so blau, reichen völlig aus. Langanhaltender Schutz vor Schmerzempfindlichkeit. Mit Schmerzempfindlichkeit hat der Muffin nicht zu kämpfen. Also weiß ich auch nicht, warum ich das gekauft habe. Wahrscheinlich, weil es im Angebot war mit Coupon bei Rossmann. Und 10% noch oben drauf. Ich liebe die Rossmann-App. Dann habe ich Concealer aussortiert. Den Pro Studio Total Coverage von BH Cosmetics. Der stinkt. Den möchte ich nicht mehr in mein Gesicht schmieren. Den Light Me Up Got To Be Concealer. Der war schon ewig und 3 Tage auf. Den gibt es auch nicht mehr. Deswegen, den hatte ich als Lidschattenbase benutzt. Aber mittlerweile fängt der an zu creasen. Und zwar richtig extrem nach kurzer Zeit. Und deswegen möchte ich den nicht mehr benutzen. Dann habe ich aussortiert die Clinique High Impact Mascara. Die macht bei mir nicht viel. Und deswegen durfte die gehen. So sieht einmal das Bürstchen aus. Faserbürstchen, nicht so spannend. In schwarz die Mascara, aber die darf mich verlassen. Dann habe ich aufgebraucht Binden. Sau stark. Voll süß. Meine Regel von, wie heißt denn die Marke? Oh Gott. Von Einhorn, glaube ich, ist das, also das ist so, sorry, das hat jetzt lange gedauert, bis ich wieder was gesagt habe, aber das ist so eine ganz weirde Verpackung, das gab es bei uns im Einkaufsladen, das soll jetzt auch nicht in das, weil das auf Maisstärke ist, soll das im Restmüll, ach, keine Ahnung, okay. Okay, ciao. Handcreme habe ich aufgebraucht, Wild Leo, die war sehr gut von Isana, aber die war limitiert und deswegen glaube ich, dass es die nicht mehr gibt.
Dann habe ich aufgebraucht, habe ich aus dem Trash-Paket rausgenommen. Cremedusche, Wintergefühl, Safranmarone und Shea-Butter. Das hat sehr, sehr lecker gerochen. Ich liebe solche Düfte. Nicht nur im Herbst und Winter, sondern auch abends. Weil ich dusche ja immer abends. Meistens zu 90% dusche ich abends. Und das war so ein schöner, zimtiger, würziger, schöner, warmer, weicher Duft. Und abends mag ich gern so weiche, würzige Düfte. Deswegen fand ich das ganz gut. Ach, das lässt sich auch nicht abschrauben. So. Bisschen Platz habe ich noch. Nochmal Klopapier aufgebraucht. Das ist nochmal dieses mit dem Bär drauf. Ja, wir haben irgendwie, wir waren viel zu Hause. Und deswegen haben wir sehr viel Toilettenpapier gebraucht. Das ist auch irgendwie weird. Aber wenn man, wenn wir arbeiten, wir hatten ja auch Urlaub. Und wenn wir arbeiten, dann sind wir auf der Arbeit den ganzen Tag, dann gehen wir da auf Toilette. Aber so gehen wir halt zu Hause auf Toilette und wie oft kann sie Toilette sagen? Egal. Ja, ein Beauty-Teil habe ich noch und zwar die Bum Bum Cream, passend zu dem Brazilian Trackle Moon Duschgel, hatte ich jetzt diese Creme hier, Cremeprobe mal ausprobiert. Diese Probe mit 7,5 Milliliter hat für meine Arme und Hände gereicht. Überzeugt mich nicht. Dann nehme ich lieber die Copacabana Creme von Balea. Die riecht ähnlich und auch ähnlich lang bei mir. Die ist jetzt nicht wesentlich besser, kostet aber viel, viel mehr. Die ist richtig expensive. Richtig teuer und ja, würde ich mir niemals kaufen. Auf gar keinen Fall. War nett mal auszuprobieren, aber würde ich mir niemals nachkaufen. Und das waren meine Beauty- und Haushaltsprodukte, die ich mit Herrn Muffins Hilfe aufgebraucht habe. Und jetzt kommen wir zu den Kerzen. Wir haben aufgebraucht Duftteelichter Vanille von Profissimo. Das waren wie viel Stück? 18 Stück mit 4 Stunden Brenndauer. Die haben gut gerochen, aber nicht so intensiv. Die würde ich mir nicht nachkaufen. Und dann haben wir aufgebraucht Sugar Spun Flurries von Yankee Candle, dieser kleine Größe hier, 104 Gramm, wie viel Brenndauer hat die? 12 Stunden? Oh. Oh, das stinkt irgendwie nach ranzigem Wachs. Die kommt direkt in den Müll, die gebe ich auch nicht mehr weiter. Die stinkt ja wie Hulle, ey, geht gar nicht. Die hat aber angezündet ganz gut gerochen. Yankee Candle Winter Night Stars, die habe ich auch noch als großen Hauswarmer. Die fand ich sehr gut. Die Kleine hat jetzt extrem geruß zum Schluss. Mal gucken, ob die auch so stinkt. Nee, die riecht noch gut. Winter Night Stars riecht noch gut. Ist so ein frischer, leicht würziger Duft. Also ganz schwer zu beschreiben, sehr nett. Nein, nicht sehr nett. Nett ist der kleine Schwester von, ihr wisst schon wem. Sehr angenehm, wollte ich sagen. Habe ich, wie gesagt, noch als Housewarmer, als großen und werde den auf jeden Fall noch anzünden. Die wird weiter wandern, denn ich habe bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige laufen. Ich verschenke meine gebrauchten Kerzengläser gegen Porto. Oder zum Abholen. In Kiel und Umgebung könnt ihr es auch abholen. Da könnt ihr euch Kerzen aussuchen. Je mehr ihr mitnimmt, desto besser. Das sind halt leere Kerzengläser mit Wachsresten. Wenn ihr damit noch was anfangen könnt, freue ich mich. Wenn die keiner haben will, schmeiße ich sie halt weg. Aber es wäre halt schade drum, finde ich, das alles einfach wegzuschmeißen. Vor allen Dingen das Glas kann ja nicht recycelt werden, weil das in Restmüll muss und das finde ich einfach zu schade. Und ich habe eine Dame schon sehr glücklich gemacht mit einem M-Paket bei Hermes mit meinen Kerzen, mit meinen aussortierten Kerzen bzw. aufgebrauchten Kerzen und das hat mich auch sehr glücklich gemacht. Genau, so und jetzt ist die Tüte leer, dreckig und leer und wir gucken uns nochmal die Kerzen an. Hier haben wir einmal die Verpackung aufgehoben von Glade. Exotic Tropic Blossom. Genau, die gehören zu SC Johnson. Und das ist Herr Muffins Lieblingskerze. Die haben wir auch in zwei Größen noch im Backup.
Die riecht sehr fruchtig, blumig, nach Kokos, Milch und super lecker. Die wird auf jeden Fall nachgekauft. Sehr enttäuscht war ich von dieser Kerze hier. Cedarwood Scented Candle von Action. Erstens ist sie super schlecht abgebrannt. Das einzig Gute an dieser Kerze war der Duft, wenn man direkt dran gerochen hat. Und das Glas ist ganz schön, aber es ist mega viel Wachs noch drin. Die hatte eine Brenndauer von 50 Stunden. Und wie viel Wachs war da drin? Steht hier nicht drauf. Naja, auf jeden Fall ein Docht und super viel Wachs noch drin. Die wird bestimmt jemand glücklich machen. Hoffe ich. Sonst schmeiße ich sie weg. So, vielleicht will ja auch einer von euch meine Kerzen mit den Kerzenresten, meine Kerzengläser mit den Kerzenresten haben. Dann meldet euch in den Kommentaren. Ich gebe euch da meine E-Mail oder ihr schreibt mir auf Instagram. Dann können wir das alles in die Wege leiten. Dann hier. Apfelzimt von Professimo ist in Ordnung, duftet aber nicht besonders stark bei uns, weil wir haben ja sehr hohe Decken und relativ mittelgroße Räume. Und die fand ich, hat man kaum wahrgenommen. Hier sind jetzt 32 Stunden Brenndauer drin. Das Label finde ich nicht so schön. Die Wachsfarbe fand ich schön, ein Docht, aber pff, da ist ganz schön viel Rest drin. Finde ich nicht so gut. Gefällt mir nicht so gut. Wird nicht nachgekauft. Von Glade haben wir hier noch eine rosane Kerze. Ich meine, das war Champagne irgendwas. Nee, das war frostige Erdbeere oder irgendwie. Irgendwas Fruchtiges, glaube ich. Ja, irgendwas fruchtig, frostige Erdbeere oder so. War okay, wird aber auch nicht nachgekauft. Braucht man nicht unbedingt. Kann man auch eine günstige Kerze kaufen. Also wenn ihr günstige Kerzen wollt, die nicht so doll riechen, dann könnt ihr bei Action Kerzen kaufen. Aber wenn ihr wirklich einen Raum beduften wollt, dann braucht ihr was Hochwertigeres, meiner Meinung nach. Aber gut, wen interessiert schon meine Meinung? Euch vielleicht, weil ihr bis hierhin zugeschaut habt. Wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, dann schickt mir doch mal ein Blumen-Emoji in die Kommentare, da würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt so viele Blümchen schicken, wie ihr wollt, aber eine wäre auf jeden Fall super, klasse schon. Dann haben wir hier Professimo, wir lieben die Natur, duftet nach einer Auszeit auf einer sonnigen Waldlichtung. Das steht da wirklich drauf. Wirklich, ganz ehrlich. Ja, wie lange die brennen soll, keiner weiß es so genau. Hier mit so einem schönen Holzdeckel, mit so einem eingebrannten Logo. Dann haben wir hier die Kerze mit dem extrem vielen Wachsrest. Und die riecht halt nach Blümchen und bisschen nee, ein bisschen holzig. Ja, ist in Ordnung. Wird aber auch nicht nachgekauft. Auf gar keinen Fall. Und die letzte Kerze, die ich euch heute zeige, ist Snow in Love von Yankee Candle. Was für ein schönes Label. Wie schön ist die bitte abgebrannt? Ist nicht mehr so viel Wachs drin. Schon noch einiges, aber nicht so viel. 623 Gramm. Hat kaum gerußt. Und die war so parfümiert, frisch. Süßlich, echt schön, toller Housewarmer, war auch schön wahrzunehmen, nicht zu aggressiv, aber auch nicht zu wenig. Ich überlege, ob ich die behalten soll, weil das Label so schön ist und Snow in Love ist einfach schön. Ich glaube, die stelle ich in den Hintergrund. Ja, die will ich behalten. Und das war mein Aufgebraucht-Video für den Mai 2023. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund, werdet gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss!